Die Skywalker-Saga ist zu Ende. Doch dieses Ende war nicht das Ende, das es ursprünglich hätte sein sollen. Colin Trevorrow, der ursprüngliche Regisseur und Autor, wurde gefeuert und von J.J. Abrams ersetzt. Der hat zwar Teile von Trevorrows Entwurf übernommen, aber im Prinzip einen komplett anderen Film daraus gemacht. Trevorrows Skript ist mittlerweile vollständig geleakt und deutlich näher an den Vorgängerfilmen. Sowohl an den Sequels als auch an den Prequels. Zusammen mit den ebenfalls geleakten Concept Artworks ergibt sich so das Bild von einem Film, der Star Wars 9 hätte sein können. Vielleicht sogar der Film, der Star Wars 9 besser hätte sein sollen. Trevorrows Versuch, die Sternsage als Ganzes zu einem Abschluss zu bringen, beginnt nicht wie bei Abrams mit Musikmedleys ausschließlich aus der Originaltrilogie, sondern mit dem ersten, wirklich eigenständigen Klang aus Episode 1. Mit einer Hommage an den chronologisch ersten Film der Saga, mit dem Titel seines wichtigsten Musikstücks. Star Wars Episode 9 – Duel of the Fates. Die geleakte Fassung ist vom 16. Dezember 2016, eine Woche vor Carrie Fishers Tod. Also berücksichtigt dieses Drehbuch das noch nicht. Weder Disney noch Trevorrow bestätigen oder dementieren das Skript, aber es passt 1:1 zu den geleakten Konzeptzeichnungen von Star Wars-Veteran Doug Chiang. Dessen Bilder und den Titel des Filmes hat Trevorrow für echt erklärt. Sie erschienen kurz nach den Drehbuchleaks. Stimmt das eine, stimmt das andere. Nach wie vor halten Trevorrow und sein langjähriger Co-Autor Derek Connelly einen Story-Credit für The Rise of Skywalker. Denn ähnlich wie bei The Force Awakens und dessen ersten Autoren Michael Arndt hat J.J. Abrams erst später das Drehbuch übernommen und eben nur fast ganz von vorne angefangen. In beiden Filmen sind Fragmente der Grundgeschichte eben gleich geblieben, aber Abrams hat wohl ein Faible dafür, nicht etwas komplett Neues zu erzählen. And this is Starkiller Base. So it's big. Trevorrows Episode 9 startet im Krieg, in einem Guerillakrieg. Wir beginnen mitten einer geheimen Operation auf Kuat, in den orbitalen Produktionsstätten der Kuat Drive Yards. Dort ließ das Imperium schon seit dem alten Expanded Universe seine Sternzerstörer bauen, mittlerweile die First Order. Ein Anschlag der Rebellen, ausgeführt von Finn, Rose und Poe, misslingt. Als sie von den Sturmtruppen gestellt werden, rettet sie eine Jedi mit ihrem Doppellichtschwert. Reys Kostüm erinnert frappierend an Lukes Outfit, als er beginnt sich Jedi-Ritter zu nennen. Gerade eine nicht verwendete Szene aus Rückkehr der Jedi-Ritter betont diesen letzten Schritt zur Vollendung der Ausbildung, das eigene, selbst konstruierte Lichtschwert. Trevorrow baut hier direkt auf Episode 8 auf, wo Lukes altes Schwert, auch symbolisch, endgültig zerbrochen ist. Reys eigenes Doppellichtschwert verbindet damit metaphorisch alle drei Trilogien miteinander. Ihre Figur wird von Anfang an von Trevorrow so gezeichnet. Abrams geht hier lieber einen Schritt zurück und fängt quasi von vorne an, bevor er ihre Charakterentwicklung abschließt. I will earn your brother's saber. One day. Man muss zu Abrams Verteidigung aber auch sagen, dass er auf nicht verwendetes Material aus Episode 7 zurückgegriffen hat, um Carrie Fisher im Film halten zu können. Deswegen auch das fast unveränderte Lichtschwert. Er übernimmt dafür die Idee mit dem Kampfstab. Auch Trevorrows Lichtschwert ist aus der Waffe geboren, mit der Rey sich ihr Leben lang auf Jakku durchgeschlagen hat. Damit ist sie vertraut. Als die Mission in den Schiffswerften schief geht, müssen sie improvisieren und stehlen eine Dreadnought. Um das Schiff überhaupt bemannen zu können, beeinflusst Rey per Jedi Gedankentrick die Brückencrew. Auch das in anderer Form dann doch noch im Film. Drop your weapons. It's okay that we're here. It's okay that you're here. It's good. Did she do that to us? Auf dem Schiff finden sie ein riesiges Waffenarsenal der Ersten Ordnung. Doch es fehlt ihnen an Rebellen. Trevorrow zeichnet das Bild eines Widerstandes, der noch immer viel zu klein ist und Nadelstiche setzen muss. Die Erste Ordnung herrscht wirklich mit eiserner Hand über die Galaxis, bis hin zu öffentlichen Hinrichtungen. Nach der Zerstörung des neuen Regierungssitzes auf Hosnian Prime besetzt sie den alten, Coruscant. Der Hauptsitz eines alten Imperiums wird transformiert zu einem besetzten Planeten eines neuen Imperiums. Coruscant ist alt und bekannt, die Stimmung und das Bild sind neu und bedrückend. Was George Lucas erst im Nachhinein dazu gedichtet hat und Abrams und Johnson höchstens angedeutet haben, wollte Trevorrow zu einem der Hauptmotive seines Films machen: die Bevölkerung und ihr Widerstand gegen die Unterdrücker.
Das zeigt sich schon im Opening Crawl. Die Toten sprechen ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Trevorrow vorhatte. Dort will Supreme Leader Kylo Ren jeden Widerstand im Keim ersticken und unterbindet die interplanetare Kommunikation. Die Galaxie bleibt still. Aus den Jedi-Schriften erfährt Rey, dass vom Jedi-Tempel auf Coruscant ein uraltes Kommunikationsnetzwerk ausgeht, das älter als die alte Republik ist und damit auch so veraltet, dass die First Order es nicht stören kann. Ab hier beginnt Trevorrows Plot auch auseinanderzufallen, denn das wirkt nicht nur ziemlich konstruiert, sondern auch ziemlich geklaut. Es wäre bei weitem nicht das einzige Mal, dass Star Wars beim Herrn der Ringe abschreibt, aber als Finn und Rose das System dann später tatsächlich aktivieren, geht vom Tempel ein Lichtstrahl aus, der nach und nach die verschiedenen Planetensysteme miteinander verbindet und zum Widerstand aufruft und überall in der Galaxie als Leuchtfeuer der Hoffnung am Himmel zu sehen ist. Das ist selbst für Star Wars zu sehr von anderen inspiriert. Coruscant ruft, und Rohan wird antworten. Das will der zum Kanzler beförderte Hux verhindern. Trevorrow betont die fanatische Seite von Hux, zutiefst faschistoid. Er lässt ihn aber hinter dem Rücken Kylos seine eigenen Pläne schmieden. Außerdem sei Hux von den Machtbegabten besessen und hofft insgeheim selbst einer zu sein. So sammelt er Lichtschwerter und übt heimlich Telekinese und Gedankenbeeinflussung. What happened? It was a coordinated incursion, Allegiant General. Das hält Trevorrow aber auch nicht davon ab, Hux wieder als Witzfigur abzustempeln. Keiner der drei Regisseure weiß wirklich, etwas mit ihm anzufangen. Dafür gibt er ihm das bildgewaltigste Ende. Als die Rebellen dem unvermeidlichen Sieg entgegenschreiten, begeht Kanzler Hux vor dem Panorama Coruscants Selbstmord mit einem Lichtschwert. Kylo Rens Einstieg ist auf dem Papier derselbe wie im späteren Film. Er sucht auf Mustafa nach Antworten. Bei Abrams nach dem Ursprung der Stimmen, nach einem Sith Wayfinder. Bei Trevorrow nach einem Sith Holocron, wie wir es gerade aus dem Expanded Universe nur zu gut kennen. Ein Holocron, das für Darth Vader bestimmt war. Trevorrow beschreibt Mustafa auch so, wie wir es noch aus Episode 3 und Rogue One kennen, inklusive Vaders Festung. Kylo sucht darin nach mehr Macht. Das Holocron wurde noch vom Imperator eingesprochen, unmittelbar vor der Schlacht von Endor und für den Fall, dass Luke Skywalker ihn doch töten sollte. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Ein Auftritt von Ian McDermott war also in jedem Fall schon immer vorgesehen. Roll it again. Er befiehlt Vader, den Lehrmeister seines Lehrmeisters aufzusuchen, Tor Valung, ein mächtiges und uraltes Wesen, das selbst kein Sith ist. Die Regel der zwei wurde also nie verletzt. Von Tor Valung wird Kylo Ren lernen, wie man anderen Wesen das Leben aussaugt, um sich selbst zu regenerieren und dabei mächtiger zu werden. Das wird Kylo auch deswegen brauchen, weil das Holocron erkennt, dass Kylo nicht Vader ist und in sein Gesicht explodiert. Komischerweise erst, nachdem es ihm das Wichtigste bereits übermittelt hat. Kylos Narben sind durchzogen von geschmolzenem Eisen. Für den Großteil des Filmes wird er einen neuen Helm tragen müssen, der grotesker und noch angsteinflößender sein soll. Kylo Ren ist getrieben von der Gier nach noch mehr Macht. Von der Macht, die Galaxis auch ohne die Erste Ordnung beherrschen zu können. Er beginnt, Vaders Versagen aus Liebe zu erkennen und zerstört die Maske. Das Erbe der Skywalkers ist wie ein Geist, der ihn heimsucht. Wortwörtlich. Luke sucht ihn heim. See you around, kid. Luke ist hier sowohl der Lehrmeister von Rey als auch das Gewissen, das Kylo nicht in Ruhe lassen will. Lukes Rolle, wie schon von Mark Hamill angedeutet, deutlich größer angelegt als im späteren Film. I had discussions with Colin and I was very excited because we were on the same page in terms of where we wanted to go and how we wanted to see Luke in a way we've never seen him, even in this current version. Bei Abrams wird Luke darauf reduziert, das zu wiederholen, was wir am Ende von Episode 8 eh schon gelernt haben. I was wrong.
wenn J.J. Abrams den Ball von Rian Johnson dann mal aufnimmt, dann um die Möglichkeiten nur leicht weiterzudenken, um im Endeffekt die gleichen Ideen selbst erzählen zu können. Colin Trevorrow denkt hier wirklich weiter, sehr konsequent weiter. Seine Machtgeister sind noch mächtiger, als man denken würde. Drei Regisseure, die drei Drehbücher schreiben, die dann drei Filme ergeben, die aufeinander aufbauen sollen. Der ursprüngliche Plan von Lucasfilm scheint jederzeit durch. Trevorrow nimmt sehr viele Ideen aus den Drehbüchern von Episode 7 und 8 mit in seine Geschichte. Ein Flashback zeigt den Abschied von seinem Vater, als Ben Solo beschloss, sich Snoke anzuschließen und Kylo Ren zu werden. Die Szene spiegelt ihre letzte Begegnung auf der Brücke wider. Rays Flashback wird aufgelöst und als der Moment enttarnt, in dem Kylo ihre Eltern tötet. Rose Tikos Rolle ist sehr viel größer. Ihr Handlungsstrang ist zum großen Teil noch mit Finns verwebt. In der zweiten Filmhälfte wird sie von der First Order gefangen genommen und gefoltert, gefangen gehalten in ihrer Hauptbasis, genannt The Capital, die auf Coruscant verlagert ist. Und wie sich herausstellt, ist The Capital ein gigantisches Raumschiff. Rose kann sich selbst befreien und den Navigationscomputer manipulieren. Und was passiert, wenn die Berechnungen für den Hyperraumsprung auch nur minimal falsch sind? Rose ist hier ziemlich badass. Selbst der vom Internet als Broomboy getaufte Junge bekommt seinen Auftritt und die goldenen Würfel dürfen nicht fehlen. Das zeigt aber auch ein Problem von Trevorrow. Er nimmt einige Dinge aus den anderen Filmen zu wörtlich. Der Junge ist eine Metapher für uns, den Zuschauer, und was es bedeutet, an Luke Skywalker zu glauben. Der Junge muss nicht wieder zu sehen sein. Die goldenen Würfel waren in Das Erwachen der Macht eine Metapher für den längst vergangenen Han Solo, ehe sie J.J. Abrams wieder aus dem Film geschnitten hat. Davon haben sich aber weder Rian Johnson noch Abrams Co-Autor Lawrence Kasdan oder eben Trevorrow für ihre Filme verunsichern lassen. Das zeigt eher, wie inkohärent die Filme eigentlich sind. You need a pilot. I need a pilot. Am überdeutlichsten zu sehen an einer bestimmten Figur, Poe Dameron. Abrams hat mitten in der Produktion beschlossen, den Piloten doch nicht wie geplant sterben zu lassen und das Drehbuch entsprechend umgeschrieben. Not what I expected. Rian Johnson hat für Poe dann einen eigenen Story-Arc kreieren müssen, mehr oder weniger abseits der anderen Hauptfiguren. Colin Trevorrow stand nun vor dem Problem, Poe erstmals wirklich mit allen Figuren zusammenzubringen und entschied sich, aus ihm einen Han Solo-Verschnitt zu machen, der mit Rey anbandelt. Die Dialoge zwischen den beiden erinnern sehr an den Screwball-Comedy-Charme der alten Filme, etwas, womit der Regisseur Trevorrow auch sehr vertraut ist. You can relate to at least one of those things, right? Oh, the compressor's down. Oh, I know. I was there. Every time. You can't light speed skip the Falcon. Actually, it turns out you can. We just landed, okay? Im Ansatz hat Abrams das wieder übernommen, um es dann aber nichts versanden zu lassen und nie wirklich aufzulösen. Ray, I never told you, Ray. Bei Trevorrow küssen sie sich. Sie lieben sich. Ray hadert aber damit, weil das nicht der Weg der Jedi ist. Das wirkt nicht aufgesetzt und funktioniert. Nur weiß auch Trevorrow nicht so wirklich, wie er mehr als das erzählen soll. Thank you. Nachdem die beiden von den Knights of Ren gejagt werden, kann Rey sie fast im Alleingang alle umbringen. Dann trennen sich ihre Handlungsstränge. Rey muss sich Kylo stellen und Poe sich dem Widerstand auf Coruscant anschließen. Sie haben danach keine einzige gemeinsame Szene mehr. Schon nach der Hälfte der Geschichte. Ab hier zerfasert der komplette Film. Jetzt ergeben sich zwei komplett voneinander unabhängige Szenarien. Das Duel of the Fates zwischen Rey und Kylo und die Rebellion. Das Problem daran, beides hat nichts mehr miteinander zu tun. Sie beeinflussen sich überhaupt nicht gegenseitig, sondern laufen parallel nebeneinander her. Den einen geht es um das Schicksal der gesamten Galaxie, den anderen geht es um ihr eigenes Schicksal. Come, boy. See for yourself.
Das mag man von den Parallelhandlungen der anderen Filme auch behaupten, aber dort ist eben das Schicksal der einen an das der anderen gebunden. Dramaturgisch gibt es jetzt keinen Zusammenhang mehr. Dafür weiß er dieses Mal erfrischend andere Filme zu zitieren. Und Star Wars hat schon immer andere Filme zitiert. Rian Johnson hat, genau wie George Lucas, Akira Kurosawa und die alten Kriegsfilme ihrer Jugend zitiert, aber eben unterschiedliche Filme. J.J. Abrams hat immer nur Star Wars zitiert. Colin Trevorrow zitiert Charles Dickens' A Tale of Two Cities, eine beliebte Vorlage, um Aufstände in einer Stadt zu zeigen. Finn wird hier zum Anführer der rebellierenden Bevölkerung hochstilisiert, der sogar seine ehemaligen Kameraden in der First Order inspirieren kann und sie bekehrt. Finns Trauma als zwangsrekrutiertes Kind ist seine weitergedachte und zu Ende gebrachte Charakterentwicklung. Auch das nur noch angedeutet im fertigen Film und ohne die Bürde, dass Finn sich tatsächlich seinem inneren Dämon stellen muss. Die anderen sind ja schon bekehrt. I don't even know how it happened. Thank you. Thank you. Lando Calrissian wandelt dafür auf Humphrey Bogarts Spuren und betreibt wie in Casablanca ein eigenes Lokal, das eigentlich für den kleinkriminellen Teil der Gesellschaft da ist, aber aus der Not heraus auch die Besatzer bedienen muss. Will er Leia zuerst nicht helfen, rettet er am Ende mit seiner Bande aber doch noch den Tag. Und Chewie wird nicht auf den besten Co-Piloten der Galaxis reduziert, sondern darf auch mal selbst in einen X-Wing steigen. Von allen drei Filmen hätte er hier die erinnerungswürdigsten Szenen bekommen, als er zum Beispiel einen Ritter von Ren hochhebt, in die Luft wirft und wie eine Tontaube abschießt. Chewie verdient sich hier die Medaille, die ihm schon im allerersten Film noch versagt blieb und ehe Abrams das von Trevorrow abschrieb. Trevorrow gibt seinen Nebenfiguren Raum und ikonische Momente, so wie der Tod von R2. Er rezitiert den Moment, als Leia sich zu R2 hinunterbeugt, nur dieses Mal gibt sie ihm nicht die geheimen Pläne des Todessterns, sondern gibt ihm seine Erinnerungen zurück. R2 überlebt sein vermeintliches Ende. It was a cheap move. Auch Trevorrow kann keinen der beiden opfern. Taking one last look, sir, at my friends. You have no place in this story. You come from nothing. You're nothing. But not to me. Für den großen Moment zwischen Kylo und Rey denkt die berühmte Auflösung noch weiter. Join me. No one is no one. Niemand sei niemand. Trevorrow versucht hier nicht Rey eine Bedeutung aufzudrücken, die sie sich so sehr gewünscht hat und bequemerweise dann auch bekommt. Rey muss hier ihren eigenen Weg finden. Einen Weg, der von dem der Jedi abweicht. Die Balance zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht sei in den Jahren davor nie hergestellt worden. Now that they're extinct, the Jedi are romanticized, deified. But if you strip away the myth and look at their deeds, the legacy of the Jedi is failure. Das Duel of the Fates soll dieses Gleichgewicht bringen. Auch Kylo Ren will die alten Wege verlassen und sagt sich von Vader ab. Sein Training durch Thor Valum ist ein Spiegelbild zu Lukes Training unter Yoda. Beide erfahren ihre schlimmste Prüfung in einer Höhle. Kylo kämpft gegen Vader, aber er verliert. Dafür tötet er Thor Valum und stellt sich Rey. Ihr Duell endet mit seinem Tod und seiner Erlösung. Er stirbt als Ben Solo. Hier gibt es keine dritte Partei, der sie sich gemeinsam stellen müssen. Der Kampf endet für beide im Tod. Sie stirbt als Rey Solana. Ihr echter Name. Ben verrät ihn mit seinem letzten Atemzug. Rey schließt mit ihrer Vergangenheit ab. Sie ist die letzte Jedi. Das führt zu einem Dialog mit den Machtgeistern im Jenseits. Sie wird als die Auserwählte bestimmt und steht wieder auf. Sie wird nicht die letzte Jedi bleiben. Im letzten Shot wandert sie über eine Wiese auf den neuen Jedi-Tempel zu. Das Ende ist so überstürzt, wie es sich anhört. Trevorrow und seinem Co-Autor geht die Luft aus.
Man muss ihnen aber auch zugestehen, dass ihr Drehbuch dafür sehr geradlinig ist. Es arbeitet von Anfang an auf ihre Antworten hin. Es gibt hier kaum Exposition-Dumping, wo sich die Charaktere immer wieder gegenseitig den Plot erklären müssen, sodass der Zuschauer noch mitkommt. Translated from Sith. That's it. Yeah, that's what we need. Der Zuschauer weiß jederzeit, wo er ist und was der Film ihm sagen will. Dafür ist aber auch simpel gehalten, nicht wirklich neu und am Ende etwas unbefriedigend. Aber es ist auch nur eine Drehbuchfassung. Eine der ersten, überhaupt nicht endgültig und mit viel Rewriting hätte sich die zweite Filmhälfte noch entwickeln können. Doch das war vor Carrie Fishers Tod. Diese Herausforderung hatte dann Abrams, nicht mehr Trevorrow. Man mag jetzt seinem Star Wars hinterher trauern, aber man muss auch bedenken, Trevorrow ist kein Genie. Sein Jurassic World zeigt seine Stärken, aber eben auch seine Schwächen. Teil 2 hatte er zwar wegen Star Wars ausgesessen, aber immer noch selbst geschrieben. Dieser zerfällt auch in der zweiten Filmhälfte. Der Flop von The Book of Henry soll intern dann sein Sargnagel gewesen sein. Sein Duel of the Fates fühlt sich runder an als The Rise of Skywalker. Ein einziger Film statt vieler verschiedener Filme in einem. Das hat er dem wilden Zusammenschnitt von J.J. Abrams voraus. Man kann sich natürlich in den Traum eines nie veröffentlichten J.J.-Cuts flüchten, einer längeren Version des Filmes, bei der ihm nicht Disney hereingefuscht hätte. Doch diese Version gibt es nicht und es wird sie auch niemals geben. Das ist Wunschdenken. Niemand hat J.J. Abrams davon abgehalten, das zu tun, was er wollte. Das Thema alleine ist schon so groß, dass ich ihm mein eigenes Video auf GigaTV gewidmet habe. Holt das gerne dort nach. Und wenn ich schon etwas Werbung in eigener Sache mache, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, mit dem ihr Disney Plus kostenlos testen könnt. Nicht nur, um The Rise of Skywalker vielleicht wieder eine Chance zu geben oder stattdessen doch lieber The Mandalorian zu glotzen, sondern um mich direkt zu unterstützen, selbst wenn ihr den Link nur anklickt. Danke dafür. Das macht den Film für mich aber nicht besser. Die Entstehung von The Rise of Skywalker und die Nicht-Entstehung von Duel of the Fates ist eine Odyssee. Eine Odyssee des Drehbuchschreibers. Disneys gewagte Entscheidung, drei Filme von drei Visionären aufeinander aufbauen zu lassen, ist höchstens bedingt aufgegangen. Man muss ihn zugutehalten, es hätte auch aufgehen können. Schon die Originaltrilogie wurde, entgegen der allgemeinen Auffassung, Stück für Stück aufeinander aufgebaut. Jeder einzelne Film hatte seine eigene kleine Odyssee und der jeweils nachfolgende Film wurde von einem anderen Regisseur unter anderen Eindrücken anders geprägt. Kein einziges Drehbuch der Saga war von Anfang an perfekt. Die Frage ist nur, wie unterschiedlich sich die Geschichten dann entwickelt haben und was man beim Dreh und beim Schnitt daraus gemacht hat. Ich selbst konnte noch nicht einmal dieses Video über dieses eine Drehbuch problemlos schreiben. Wo setze ich an? Was erzähle ich daraus und was nicht? Wie stark vergleiche ich es mit Abrams? Und wo bewerte ich beides und wie? Ich habe mit diesem Text hier gekämpft. Ganz schön lange. Viel zu lange. Ich habe mir die Zeit genommen, weil ich es mir nehmen konnte, anders als die Regisseure. Und ganz ehrlich, das Ergebnis ist nicht perfekt. Ich bin nicht zufrieden, aber ich kann endlich mit diesem Video abschließen. Das war meine eigene kleine Odyssee. Das Ergebnis ist so verkompliziert, dass ich es sogar noch auf gleich zwei Videos verteilt habe. Ich kann nicht mal ansatzweise die Odyssee dieser anderen Star Wars Fans erfassen, die mit dieser unglaublichen Verantwortung zu kämpfen hatten, die eine Saga beenden sollten, mit der sie selbst aufgewachsen sind und die sie so sehr lieben. Rey Skywalker. Die Skywalker-Saga ist zu Ende. Es ist kein Ende, das sich irgendjemand davor genauso ausgemalt hätte. Nicht Colin Trevorrow, nicht Rian Johnson und noch nicht einmal J.J. Abrams. Aber so wie sie da steht, ist sie zu Ende. Endgültig. Fast einen Monat Arbeit in dieses eine Video gesteckt und jetzt sitze ich hier und mache den Abschluss des Videos in meine Selfie-Cam. Aber so ist es nun mal, wenn man auf einmal im Homeoffice ist. Das Schöne ist, ich bin zwar im Homeoffice, aber mit einem komplett neuen Computer-Setup im Homeoffice. Deswegen, dieses Video ist sponsored by ROG, Republic of Gamers, und AMD, weil sie haben mir den niegelnagelneuen GameStop-PC von meinen Kollegen hingestellt. Das Setup habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Da drin brütet ein Ryzen 9 3950 dritte Generation CPU.
Aber was langweilig euch mit irgendwelchen Herstellerangaben? Es geht doch in Wirklichkeit nur um meinen Prozessorkühler.